Herr und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Wenn dich interessiert, was ich in den letzten Monat aufgebraucht habe, im Monat Mai, dann bleib doch einfach dran. Hallo, ich bin die Dani und heute zeige ich dir, was ich so im Monat Mai aufgebraucht habe. Diese schönen Schätzchen hier. Wir wollen das auch kurz halten, weil sonst wird das Video erfahrungsgemäß immer sehr lang, weil ich ja auch einiges immer dazu erzähle, zu den einzelnen Produkten. Und wir starten jetzt einfach mal mit den Badesalzen. Badesalze habe ich sehr viele aufgebraucht. Ich bade sehr gerne, zwar jetzt nicht jeden Tag, ne, aber wenigstens einmal oder alle zwei Wochen gönne ich mir ein richtig, richtig schönes Bad. Und dementsprechend brauche ich auch sehr viele Badesalze oder Badezusätze auf. So, ich sammle jetzt mal zwischendurch alle, die ich hier aufgebraucht habe. Man muss aber dazu auch sagen, dass hier auch Badezusätze enthalten sind, die meine Familie auch aufgebraucht hat. Und zwar, wie machen wir das jetzt? Ja, ich glaube, ich hole mal eben den gelben Sack, dann schmeiße ich die Sachen sofort da rein. Habe ich den gelben Sack? So, mir steht schon hier. Fangen wir einfach mal an. Und zwar habe ich aufgebraucht Dresdner Essenz, meine Lieblings-Badesalze. Ich liebe, 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 liebe diese Tag am Meer. Davon habe ich einige aufgebraucht. Ich werde jetzt nicht alle rausholen. Es färbt das Wasser sehr, sehr, sehr schön blau. Es schäumt ein bisschen, wenn man direkt unter dem Strahl, Wasserstrahl hält. Kippt, während die Badewanne aufgefüllt wird. Und dazu habe ich diese hier aufgebraucht, Dresdner Essenz, perfekter Moment, genau, perfekter Moment. Riecht auch sehr, sehr schön. Also das sind meine beiden Lieblings-Badesalze und ich denke, ach, geht ja gar nicht. Ich wollte schon sagen, ich werde mich über Winter eindecken, aber nein, 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 das ist leider nicht mehr möglich. weil wir nämlich keine Badewanne mehr haben werden in naher Zukunft. Weiter geht's. Genau, Dresdner Essenz. Also kann ich wirklich empfehlen, wer eine Badewanne hat und mal so richtig genießen möchte, probiert einfach mal Dresdner Essenz. Tag am Meer und perfekter Moment aus. Dann habe ich dieses hier mal ausprobiert. Das ist auch ein Sommerbadesalz. Es riecht auch sehr, 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 sehr gut. Kann ich auch sehr empfehlen. Habe ich sehr, sehr gerne benutzt. Und was haben wir noch von Dresdner Essenz? Na, hier haben wir noch einen. Mal eben aussortieren hier. Dresdner Essenz Lavendel, ne, wenn man so ein bisschen entspannen möchte, riecht sehr, sehr schön nach Lavendel, färbt das Wasser lila. Was ich mir dann noch zusätzlich geholt habe, ist von Tetisept, die habe ich ausprobiert und es roch sehr gut. Es roch wirklich nach Blumenwiese und hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ne? Also jetzt ist kein Vergleich zu den anderen. Aber es hat wirklich sehr, sehr schön gerochen, sehr blumig. Also ich habe es sehr gerne gemocht. Probiert das mal aus, schnuppert mal dran. Ja, hier oben ist eine Duftprobe. Geht mal in den DM oder in Rossmann und schnuppert mal dran. Dann habe ich hier Kneipp Kurzurlaub. Cremebad. Das ist kein Badesalz. Das andere waren Badesalze. Das ist wirklich ein flüssiger Badezusatz. Und duftet nach Kokosmilch und Monoi-Öl. Und Monoi hat mich sehr angesprochen, weil ich mag den Duft von Monoi-Blüten. Und aber auch sehr, sehr schön. Also hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Und wenn man das
während man die Badewanne auffüllt, unter dem Wasserstrahl kippt, dann schäumt es wie Bolle. Also wer badisch richtig in Schaum baden möchte, dann sollte er sich das mal näher anschauen. Und als letztes habe ich noch Tracker Moon aufgebraucht. Fand ich auch vom Duft her okay, aber Tracker Moon, ja, finde ich okay. Das war jetzt nicht, ja, es geht so, ne? Also es riecht nach Apfel, leicht Apfel und ich glaube auch blumig irgendwie. Aber ich mag die anderen viel lieber. Und jetzt gehen wir weiter zum Shampoo, würde ich sagen. Zum Shampoo. Und zwar haben wir aufgebraucht das Alverde Family Shampoo. Bio-Malve und Bio-Brombeere. Kann ich absolut empfehlen. Es schäumt normal. Ja, es schäumt nicht zu wenig. Es duftet sehr, sehr schön nach Beere. Und ich habe es gerne benutzt, meine Kinder haben es gerne benutzt. Kann ich empfehlen. Ich habe, das ist ohne Silikone, Naturkosmetik, vegan und so weiter. Kaufe ich mir immer wieder nach. Was ich auch sehr gut finde ist, das haben wir auch alle benutzt. Meine Kinder haben das auch sehr, sehr gerne benutzt, weil das hier ein praktischer Pumpspender vorhanden ist. Und zwar von I+M Berlin. Ich finde die Marke sehr, sehr schön, beziehungsweise sehr, sehr gut. Die Firmenphilosophie dahinter finde ich sehr gut und ihr Engagement. Das ist ein Haarshampoo für normales Haar mit einem angenehmen Zitronenduft. Und ich finde, dafür, dass die Flasche ungefähr 10 Euro kostet, hält sie ziemlich lange. Ich denke, durch diese Pumpvorrichtung wird es sehr gut dosiert und von daher, wir haben uns alle damit die Haare gewaschen und es hat wirklich sehr, sehr lange gehalten dafür. Es ist ein Glanzshampoo und würde ich mir auch nochmal nachkaufen. Ist schon ein intensiver Preis, aber ich finde, es lohnt sich. Aufgebraucht habe ich dann das Elvital L'Oreal Tonerde Pflegeshampoo. Kaufe ich mir immer nach, weil ich damit sehr gut klarkomme. Ich habe lange Haare und dadurch, der Ansatz fettet sehr schnell nach. Die Spitzen sind trocken, normal, aber Tendenz trocken. Und ich finde, durch dieses Shampoo bekommt meine Kopfhaut eine Frische wieder. Ne? Die Haare hier oben, die sind luftiger. wie soll ich sagen? Es ist einfach ein, das ist auch speziell, fettig an der trockene Spitzen, genau. ich mag dieses Shampoo sehr, sehr gerne. Und kaufe ich mir auch immer wieder nach. Dann habe ich hier aus der Vegan Beauty Basket Box damals bekommen von der Firma Pinus Vital Naturkosmetik ein regenerierendes Hautgel. Aus dem Herzen der Kiefer. Und soll die Haut glätten, die Zellerneuerung anregen und so weiter. Mag ja sein, aber ich mochte den Duft nicht so gerne. Es roch wirklich nach Latschenkiefer. Ne? Wenn ihr das kennt, es riecht nach Kiefern, nach Wald, nach Tannenzapfen, Kiefern halt. Ne? es tat der Haut sehr gut. Ne? Also es war hier eine praktische Öffnung. Man konnte es sehr gut dosieren, sehr schön auf der Haut verteilen. Es zog auch sehr schnell ein. Ich weiß nicht, eben. Ich mag lieber andere Düfte als als Kieferndüfte irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber schlecht war es nicht. Aufgebraucht und wird immer wieder nachgekauft, gehört bei den Novax oder bei Mami Zauber ins Standardsortiment. Und zwar ist das von der Balea ein Duschgel, After Sun Dusche. Eigentlich für den Sommer gedacht, um das Salzwasser von der Haut abzuwaschen, die Haut so ein bisschen zu kühlen. Und
Chlor abzuwaschen und so weiter. Aber ich nutze auch, es auch so gerne im Winter, weil ich den Duft liebe. Oh mein Gott. Wenn es ein Parfüm gäbe von diesem Duschgel, dann wäre ich, bin ich als erstes dabei. Dann würde ich mir eine Flasche holen. genau, also das ist auch eines meiner Lieblingsduschgele. Dann geht es weiter mit Alverde Aqua Hydropflege Essence. Da habe ich lange für gebraucht, sehr lange. Hat sehr, sehr lange gehalten. Das ist für normale und Mischhaut. Ja, das ist einfach so eine Art Serum. Ne? Also man nach der Pflege, nach der Gesichtsreinigung habe ich es dann aufgetragen auf meinem Gesicht. Und ja, die zieht sehr, sehr schnell ein. Ich muss mal eben gucken, aber ich hatte das Gefühl, dass da Alkohol drin ist. Irgendwie. Ich kann das jetzt hier gar nicht... Zutatenliste steht hier nicht drauf. Wahrscheinlich auf der Umverpackung, die ich jetzt leider weggeschmissen habe. Aber man muss auch dazu sagen, es gibt verschiedene Alkohole. Ne? Es gibt gute und auch, es gibt auch schlechte Alkohole. Also Alkohol ist nicht Alkohol. Ja, ich fand es okay. Also es hat meiner Haut jetzt nicht großartig was gebracht. Aber so als zusätzliche Pflege oder so als frische Kick am Morgen nach der Reinigung fand ich es nicht schlecht. Aber es hat wirklich sehr, sehr gut gehalten. Sehr lange gehalten. Und ich bin froh, dass es endlich leer ist. Ja, die habe ich jetzt nicht ganz aufgebraucht. Das ist eine Gesichtsseife. Sie ist schwarz und es riecht nach Lavendel. Die Seife war hier drin in der Box. Und es ist jetzt immer noch in meinem Waschbecken. Ja, es ist eine Gesichtsseife von der Firma, wie heißt die Firma überhaupt? Lima, genau. Von der Firma Lima. Der Duft ist unbeschreiblich gut. Das heißt, wenn man auf Lavendel steht, dann seid ihr damit sehr, sehr gut bedient. Es ist, ja, Natur, ne? Also handgemacht, 100% vegan. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde es nicht schlecht. Also man muss das Seifenstück in die Hand nehmen und es nass machen. Man kann entweder die Hände damit einreiben oder einschäumen und dann übers Gesicht einarbeiten. Oder man nimmt das Seifenstück und macht es feucht und dann geht man mit dem Seifenstück übers Gesicht. Beides möglich, alles kein Problem. Aber es trocknet doch die Haut so ein bisschen aus, finde ich. Genau, aber ich vertrage es relativ gut, weil ich dann nach dieser Seifenreinigung, Gesichtsreinigung mit der Seife sowieso mit der Pflege nochmal nacharbeite und von daher finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut, würde ich es aber nicht nochmal anwenden. Und zu guter Letzt mein Notpäckchen. Und zwar habe ich ja mir eine Nagelfee gegönnt in den letzten Monaten. Und ja, dann ist es jetzt zum Punkt gekommen, wo meine Nagelfee in den Urlaub gegangen ist. Und ja, ich wollte nicht nach 2 Wochen wieder zu ihr hingehen und meine Nägel erneuern. Habe gedacht, ich halte es noch durch, bis sie aus dem Urlaub kommt. Aber das sah gar nicht mehr gut aus. Das Foto kann ich euch gerne einblenden. Das sah gar nicht mehr gut aus. Und ja, dann hat sie mir, ich habe eine Woche später einen Termin gehabt, und dann hat sie mir eine Nachricht geschickt mit einem verletzten Finger und ja, dem Verbot, dass sie quasi nicht, vom Arztverbot, dass sie nicht arbeiten durfte. Und ich konnte nicht länger erwarten auf meinen nächsten Termin. Das wäre dann wahrscheinlich eine Woche später gewesen. Nee, ich habe es also abgemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es abgemacht, beziehungsweise abgefeilt selber und habe geschaut, wie sieht es denn aus. Das sind jetzt noch die Reste von
der meiner Nagelfee. Ne? Bin da mit dem Nagellackett noch drüber gegangen und die habe ich komplett abgefeilt. Und ich bin dann hingegangen, habe geschaut, es gibt doch auch so Nagelgele zu kaufen. Und dann habe ich das, mir gedacht, dann probierst du das einfach mal aus, so zum als Übergang. Und ich muss sagen, es hat gut funktioniert. Es ist sehr einfach anzuwenden. Eine UV-Lampe habe ich schon. Und da, ja gut, in diesem Set waren jetzt auch Tipps drin und Nagelkleber und halt dieses Nagelgelpinsel, Nagelhautschieber und Primer. Und ja, das Einzige, was mich interessiert hat, war dieses Gel und der Pinsel und der Primer. Und dann bin ich hingegangen und habe dann hier auf meine Nägel nochmal Gel drauf getan. Primergel und hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Das sieht natürlich nicht so professionell aus wie bei meiner Nadine, die mir die Nägel macht. Aber gut, kann man nichts machen. Ich werde mir auf jeden Fall irgendwann demnächst mal einen neuen Termin machen. Das war jetzt mein Aufgebrauchkörbchen. Das ist jetzt leer und kommt alles jetzt in den Müll bzw. in den gelben Sack. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, um keines der Videos zu verpassen, wenn du Lust hast. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.